Jo, halt zurück zu Day of the Tentacle. Wir sind hier wieder mit Hoagie drüben in der Vergangenheit. Lass mal gucken. Eigentlich möchte ich gerne mal wissen, wie weit der Kollege hier mit unserer Batterie ist, aber ich denke mal, der sagt uns nichts Großes. Der will eigentlich nur sein Zeug haben, ne? Oh, links ein Hammer. Habe ich letztes Mal gar nicht geguckt. Mal mit ihm mal quatschen, oder? Hey! Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Essig wäre nicht Ja, schlecht. Essig fehlt, Lass genau. es mich wissen, wenn du etwas findest. Okay, so, geh noch mal ein bisschen zur Seite. Nehmen wir den noch mal mit, oder? Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ach ja, so, den Laborkittel konnten wir letztes Mal schon nicht klauen, ne? Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, muss ich vielleicht Angestellter werden? Mal gucken. Voll mit Plänen und Müll. Lass uns doch mal die beiden Söhne angucken, wenn die da oben. Ich meine, wir konnten da den Hammer nehmen. Wenn wir ihm den anderen Hammer hinlegen, geht das vielleicht, dass er da uns den anderen Hammer nehmen lässt. Wo waren die noch ganz oben, ne? Okay, hier sind die, glaube ich, ne, oder? Ja. So, und hier ist doch der Hammer. Und den kann ich doch nehmen. Ups. Und jetzt könnte ich doch. Er ist Rechtshänder, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Mal eben gucken. Ja, er ist Rechtshänder. Das heißt, wir gehen in den Linkshänderhammer. Benutzen. Hier hinlegen. Flupp. Oh nein, ich hab's verlernt. Okay, er kann nicht mehr. Sehr gut. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Oh, kaputt. Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Okay, Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. oh, geil, Cappuccino aus der Brusttasche. Was Ich kommt bin da raus? froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Okay, jetzt kann sie sich da nicht mehr festhalten, oder? Das heißt, ich werde mich mal mit Bogies hier oder Wogies oder Hogi. Werde ich mal kurz überbeamen. Kleiner Moment. Ey. So, und jetzt kann ich die Tante doch hier rauskicken, oder? Kick it. Die hält sich nicht mehr fest. Genau, weil das Schwert jetzt auf der anderen Wie Seite sagt man ist. so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. So ist es. So, und jetzt können wir auch mal das Video angucken, ne? Wo ist es? Das hier? Ja. Videoband hier rein. Flupp. Jo. Looky, looky. Oh, 5-7. Da passiert gar nichts. Moment, was ist denn SP? Das Band ist am Ende. Das Band ist am Ende. Okay, dann mal, Moment mal, EP zurück. Das ist eine Schraube. Eject, nee, Eject ist blöd. Moment, also nochmal. Wir wollen.
Wir wollen aufnehmen, was er da macht, ne? So. Monitor. Das ist Aufnahme. Was ist das denn hier? Stopp. Okay. Achso. Geht auch nicht. Wenn wir was aufnehmen, was ist dann? Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Okay, so, wir haben es jetzt alles aufgenommen, glaube ich. So verstehe ich das. Ich spule mal zurück. Tack, tack, tack. 101. 9999 57. Dr. Fred Edison, Steuer, Fahndung. Bitte kommen Sie. Oh nein! Okay, Eject ist das hier, ne? Ne, sorry, das ist das dahin ist Eject. Egal. Komm, brauche ich das noch? Habe ich das jetzt noch im... Nö, ich will es aber haben. Video Lucky Lucky geht auch nicht mehr. Okay, also wir können da hingehen. Denke ich mal. Was war das jetzt? 101, 999 und 57. Okay. So, mal schön aufmachen das Ding. Der Safe ist geschlossen. Ja, dann öffne den mal. Flupp. Mal sehen. 101, 999, 57. Flupp. Okay, take it. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Oh, was ist jetzt da so Besonderes an dem Vertrag? Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Okay, so den Vertrag haben wir jetzt. Lass uns vielleicht mal wieder wechseln zu... Wir haben ja hier eigentlich alles gelöst, ne? Das, das, das... Gehen wir mal zurück zu Hoagie. Wo ist er? Kätzchen ist noch da. Flip. Wo kamen wir da raus? Ganz unten? Oder wo kamen wir da raus? Jo, moin. Zeitkapsel. Naja, nochmal hier hinten rein, Sprungtür. Nee, da hatten wir Wasser und Co. alles gemacht. Wir gehen nochmal hier rauf. So, nicht ins Labor, wir brauchen Essig. So. Hier ist alles gut. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast.
Okay, also müssen wir irgendwie eine bessere Fahne oder sowas haben, denke ich mal. Hi. Keine Zeit, ich mache Geschichte. Ja, das ist in der Tat interessant. Okay, ich komme hier nicht weiter, denke ich mal. Ich gehe nochmal rüber. Also Pippi beim letzten Mal hat wohl nichts gebracht, ne? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Okay, was kann man denn noch andrehen, dem Guten? Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Mr. Tentacle Guy. Ich muss was kleine Tentakel haben wir. Ich will raus. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ah, Dr. Tentakel. Okay. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Okay. Okay, Tentakel, was ist das hier für ein gerade menschliches Schema? Clown. Na, erstmal angucken, oder? Sie haben die Milz mit der Leber vertauscht. Das ist nicht gut. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Ein Diplom? Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Mhm. Tentakelschema. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Du das Clown? Okay, sehr gut. Was haben wir noch? Diplom haben wir. Diplom, die Tür. Kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Kommen wir unten durch? Nö. Hier rüber irgendwie das Ding. Sie öffnet sich automatisch. Oh wow, was ist hier denn los? Alter, verrückte Person. Okay. Okay, also da gehen wir... Oh, wir können ja total rumrennen. Sehr geil. Oh, Moment mal, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Das da hinten... Oh, unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay, wir sind da was am Planen dran, jetzt müssen wir gucken. So, wenn das hier, dann geht's hier raus, oder? Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen! Ich bringe dich zurück in den Zwinger! Oh Mist. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Okay, also nochmal. Wir quatschen ihn hier an und sagen, oh, mir ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ich wollte ihn eigentlich ansprechen. Hallo? Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Mhm. Okay, also gehen hier raus, aber nicht gleich abhauen. Das heißt, wir dürfen nicht frei rumrennen. Was ist denn mit, wenn wir da in die Uhr wollen? Das geht wahrscheinlich nicht.
So. Zwinger. Halt! Wie bist du rausgekommen? Blöd. Geh da wieder rein. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Ja, aber mir ist immer noch schlecht, Kollege. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Okay, also wir gehen auch nicht zum Zwinger, wir gehen nicht raus. Kann natürlich durch den Kamin oder hier hinten weiterlaufen, aber wir gehen erstmal hier rein, oder? Alter, Recyclingmaschine. Mikrowelle. Grünes Loch. Okay. Kann man es machen? Da steht Öffner. Spezies hier entnehmen. Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Okay. Ach du Scheiße. So, Recyclingmaschine. Was kann man damit machen? Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Mhm. Oh. Bling. Da ist ein niedlicher kleiner Pullover drin. Der ist wahrscheinlich ein bisschen eingeschrumpft. Komm, mach mal auf das Ding. Den nehmen wir mal. Oh, süß. Flupp. Okay, wir haben einen kleinen Pullover. Wofür auch immer. Ein Vorratsschrank. Ja, mach mal auf. Aber der Vorratsschrank ist sehr leer. Okay, was haben wir hier noch bei der Waschmaschine? Die ist ziemlich kaputt. Wofür brauche ich einen winzig kleinen Pullover? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gehen wir mal raus. So, recyceln, Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Oh, geil. Mikrowelle. Okay, ich gehe nochmal wieder raus. Ich habe hier noch keine Idee. Oh, eine crazy Fahne. Take it. Da komme ich so nicht dran. Hm, das heißt, wir brauchen die Kurbel. Wer hat denn die Kurbel? Die Kurbel hat... Denk mal... Kollege. Kollege muss die Kurbel mal dahin schicken. Okay. Sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ja, hoffe ich auch. Okay, aber zurück zum Achso, die muss da sein. Okay, verstehe. Mhm. Kann man durchs Fenster rein? Nö. Also wieder durch den Kamin runter. Oh, da ist schon wieder ein Tentakel. Gucken, was der macht. Hallo, ich bin La... Du bist ein hässlicher Mensch! Bitte? Ich scherze nicht! Du bist wirklich der schlimmste Homo sapiens, den ich jemals gesehen habe! Danke, so gut siehst du auch nicht aus. Ich habe nie gesagt, ich wäre, aber hast du dich in letzter Zeit mal gesehen? Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Puh, stimmt. Wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel, außer es gäbe zwei von dir. Was ist das? Ein Schönheitswettbewerb? Ja! Oh! Tja, ich weiß nicht, ob man eine Menschenshow einen Schönheitswettbewerb nennen kann. Eher das Gegenteil! Eine Show? Super! Trag mich ein!
Tut mir leid, aber Menschen können sich nicht selber anmelden. Egal wie hässlich sie sind. Fragt einen Besitzer wegen der Anmeldung. Na gut, dann fragen wir mal. Wir gehen mal kurz zurück. Pipi machen. Wo geht denn das? Im Zimmer? Flupp. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Hau nicht nochmal ab. Nein, ich muss Pipi. Warte, Juhu, ich muss Pipi. Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Genau, aber sowas oh, von. Na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay. So, was könnten wir denn gebrauchen? Ich weiß nicht, wer braucht einen kleinen Pullover? Vielleicht für den für den Hamster? Ich weiß es nicht. So, ich guck mal, dass ich hier rüber gehe und dass ich... Ich schicke da mal das Ding zu ihm. Und wechsel nochmal. Ups, wechsel. Hallo. Bleib mal da. Nein. Nicht zurück. Komm. So. Und wir wechseln nochmal. Er hier schiebt nochmal die Kurbel rüber. Noch was? Nö, erstmal nicht, ne? Oder? Wir brauchen ja drüben jetzt nichts Großartiges. Haben wir das jetzt? Yes. Wir brauchen noch sowas wie Kabel, ne? Und ich schick den kleinen Pulli mal an ihn. Ich glaube, der ist für den Hamster. Weiß ich aber nicht. So, mal gucken. Der Hamster muss aus der Tiefkühltruhe raus und muss einen kleinen Pulli anziehen. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Okay, so, sie kann jetzt eigentlich da oben mit der Kurbel... Oh ja, ich vergesse es immer wieder. Ich muss mit ihm sprechen. Nee, nur sprechen. Moment, geh mal wieder zurück. Und hier bitte sprechen. Juhu, ja, Mr. Tentacle Guy. Was? So, ich muss mal... Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Okay, wir gehen raus und hoch. So, mit der Kurbel müssten wir eigentlich da jetzt rankommen, oder? Kurbel. Ist hier klappt oder was? Kurbel mit Kurbelbox. Mit... Benutze Kurbel mit Kurbelbox, komm. Und Kurbel. So, take it. So, und die könnten wir doch jetzt dem Hogi rüberschicken. Was haben wir, was ich komme von hier nicht zum Chrono John. Ach, Mann. Verstehe. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Was passiert denn eigentlich, wenn ich dem die... Beachte meine Frage Autorität, wirst du wohl. Was passiert, wenn ich die erste Frage Mr. stelle? Mr. Tentacle Guy. Was? Raus. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte. Oh. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. So, Hogi kriegt von mir die Fahne. Wo ist er hier? So, Fahne. Ich glaub nicht, dass das ins Chrono John geht. Ach, Katzo.
Muss ich das auch schrumpfen? Ich habe keine Kohle, ne? Es geht nicht ins Chronogen. Ey, was habe ich denn eigentlich noch hier? Ist das ein Messer oder was ist das? Skalpell. Ah, Skalpell. Was kann ich interessant. Damit? Ja, interessant. Du bist mir auch interessant. Die hat wirklich ein größeres Auge, fällt mir gerade auf. Na gut, switchen wir wieder, oder? Wir haben jetzt hier... Hier haben wir das Tentakelding hingefeuert, ne? Ja, und der kleine Pullover. So, lassen wir den kleinen Pullover. Koffeinfreier hilft dir nicht. Nein, sorry. Ich wollte den Pullover haben. Benutze den kleinen Pullover. Mit dem armen kleinen... Na, wir müssen erst hinlaufen. Da, komm. Bitte kleiner Pullover für den kleinen armen Hamster. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich was bringt. Mal gucken. Mit der Eistruhe, mit dem Hamster in der Eistruhe. Besser nicht. Der ist sauer. Hm. Gut, dann müssen wir nochmal zurück zu Hoagie. Wie ist das hier mit der Fahne? Ach ne, er hier? Nö. Das Muster kann ich nicht klar. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Ich denke aber, wir müssen dann vielleicht die Fahne schrumpfen und rüberschicken oder sowas im Trockner. Machen wir aber alles beim nächsten Mal, okay? Also, bis denne. Ciao.